Morris. Alkoholiker. Sag Clint, es tut mir gleich, ich soll runter von seinem Rasen. Na, danke. Hier geht's darum, sich wieder zu fangen. Verzeihung. Es gab höchstens 2 Tage, an denen ich nicht gesoffen habe in den letzten 15 Jahren. Wenn du dich an die Regeln hältst, Hausarbeiten machst und nicht rummeckerst, ist es einfach. Alles wird wieder gut. Willkommen in der Klapsmühle. Irgendwie stinkt's hier. Wahrscheinlich von dem Arschloch, der vor dir hier gewohnt hat. Der hat immer in Ziploc-Plastiktüten gepisst und sie in seinem Bett gehortet. Hallo Dad, ich vermisse dich ganz doll. Versuch, die Gemeinschaft zu bereichern. Du hast so viel drauf, bring den anderen was bei. Und das? Wir haben 2015 die Meisterschaft gewonnen. Ich muss zugeben, dass wir das Training nicht ernst genommen haben. Komm schon, du kannst das. Probier's doch mal aus. Guck dir die Jungs an. Ja, Mann. Die bringen dich vielleicht weiter. Du hast es ja gar nicht versucht. Jetzt im Weg. Genau auf die Nudel. Ich fühl mit dir. Keep losing. Das Haus soll in 3 Wochen versteigert werden. Ich kann nirgendwo sonst hin. Wir würden sterben, wenn wir nicht hier sein könnten. 80 Riesen. Ja! Yeah. 80 Riesen. Ziemlich schöne Trophäe für Softball. Mach den Coach! Dann müsst ihr aber trainieren. Wow. Wie hast du das gemacht? Hab mir vorgestellt, das sind Reisbällchen. Ihr müsst euch einen Namen ausdenken. Feuchte Kiste. Die Reha-Pizza. Ja. Come together. Von den Schneedels. Die Trikots sind da. Echt jetzt? Zeig mal her. Ist das dein Ernst, Mann? Immerhin ist das C auf der Tastatur ganz schön nah an dem D dran. Warum bist du wirklich hier, Morris? Ich will nicht mehr saufen. Ich will für meine Tochter auch ein Super-Dad sein. Was geht, Jungs? Hi, Mädels. Hast du die Trikots? Sollen wir das anziehen? Sieht cool aus. Fangen wir an. Wenn du da oben frei wirst, fühlt es sich an, als ob sich dir eine ganz neue Welt eröffnet. Ich weiß, ich habe etwas zugelegt. Ich war ein sehr gefragtes Unterwäschemodel. Oh nein.